Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 David Würdes Goliath Projekt zusammen mit dem McManus und das Team. Hi den, Leute. Ja, moin Tino. Den Andi, den Manu, den Big Mac, den Dommer, den Flo, den Manu, der Marcel, der Mika und den Flo. Hi. Ich wollte gerade Ziggy sagen. Guten. Hallo. So. Hallo. Hallo. Falco, erzähl mal, was machen wir heute Schönes? Ja, heute hat die Firma Krone und die Firma Case inklusive Kuhn, Lenny und so geliefert. Und heute wird gemäht, geschwadet und gepresst. Ja, dann fangen wir direkt mal wieder bei Team Goliath an. Bei Team Goliath geht ins Rennen ein Kronebig im 450 mit 449 PS, 9,9 Meter Arbeitsbreite und einer Arbeitsgeschwindigkeit von 22 km/h. Nebendran steht ein Case Puma 240 CVX mit 270 PS und einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 50 km/h. Dahinter eine Presswickelkombination der Firma Kuhn, eine FBP 3135. Schönes Ding. Mit schwarzer Folie. Naja. Nur für alle. So, zum Abtransport habe ich euch was Schönes hingestellt, und zwar ein Case Optum 300 CVX mit 313 PS und auch eine Arbeitsgeschwindigkeit von 50 km/h. Dahinter hängt ein Andersen RPM Pro 2000, der 24 Ballen fasst. Schön, dass wir da auch das DSI hier mit nutzen, muss ich mal sagen, an der Stelle. Genau, es bietet sich halt an bei dem, bei genau, der Challenge. Ja. So, gehen wir einfach mal rüber zum Team David. Beim Team David gehen an den Start 3 Case Maxum 145 CVX mit 175 PS und 50 km/h. Dahinter sind geschnallt von New Holland die Discman 313 mit 4 Meter Arbeitsbreite und 22 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. So, viele werden jetzt sagen, da hinten stehen 10 Meter, hier stehen 12 Meter Arbeitsbreite. Aber gehen wir weiter. Daneben steht ein Case Maxum 145 CVX. Mit einem Lelly Hibiscus 1515 CD Profi mit 14,8 Meter Arbeitsbreite, aber nur mit 18 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Gepresst wird die ganze Sache auch von einem Case Puma 240 CVX mit einer Presse dahinter von der Firma Kuhn. Da haben wir ein schönes altes Stückchen gefunden. Ja, das ist die gute VB 2190. Danach kommt der gute Freezy mit seinem anderen Case Maxum, dem 145er mit einem Anderson RB 580 Ballenwickler. Scheiße, der wickelt? Der wickelt. Fuck, das hat er ewig geübt damals in unserem Projekt gegen Feed Action. Muss auf jeden Fall schnell genug fahren, nicht, dass er eingewickelt wird. Und zum anderen natürlich für den Abtransport dieselbe Kombination wie bei Team Goliath. Da auch der Case Optum 300 CVX mit dem Anderson RPM Pro Mod 2000 mit 24 Ballen. So, kommen wir mal ganz kurz zur Challenge. Angefangen, oder sagen wir es mal so, das Ziel ist Feld Nummer 5 und Feld Nummer 6 zu mähen. Ich hätte gerne, dass Team Goliath rechts startet auf der 6 und auch rechts startet auf der 5. Team David links auf der 6 und links auf der 5. Gesammelt werden die Ballen bitte auf Feld 6 im unteren Bereich. Okay, perfekt. Ja. Also im Süden. Ja, dass wir nicht so viel durch den Gegend fahren müssen, um die Ballen irgendwie zu zählen. Ja. So, irgendwelche Fragen? Nö, also hast du schon gesagt, also ja, Füße ist im Team David diesmal, genau. Und ich Team Goliath. Genau, wir hatten ja das letzte Mal diese Mega-Dünge-Challenge, da war Füße in dem Team mit den wenigeren Maschinen, also in dem Team Goliath. Und jetzt wechseln wir halt immer mal, ne? Ja. Und ja, ihr könnt halt dann jeweils eben bei dem anderen schauen, ist ja ganz klar, ne? Wenn euch das gefällt mit der Challenge und so weiter und so fort, dann Däumchen nach oben, man wird euch loben. Und ja, Falco, vielen, vielen Dank fürs Vorbereiten. Kein Problem. Und kurz noch zu sagen, natürlich der Freezy ist am Ballen wickeln und der McManus ist natürlich am Ballen zusammenfahren. Jo. Du könntest das selbst immer auswählen. Das ist das Schöne an der Sache. Okay, würde ich sagen, starten wir mal die Maschinchen und fahren mal langsam Richtung Feld, ne? Ja.
Und genau, stellen uns dort auf und wenn wir durch sind, dann... Wie immer, wir lassen Team Goliath als erstes ziehen, weil ihr habt einfach weniger Maschinen und dann... Hätte ich gerne eine schöne Kette von Flo, Andi, Marcel, Manu, also quasi so wie er steht. Einfach hinten ran rein und ab geht er der Peter. Links oder rechts? Wir sind in Deutschland. Beantwortet das deine Frage? So. Perfekt. Okay, wir starten unten in Blickrichtung auf der linken Seite, ne? Vom Feld. Goliath rechts. Goliath rechts. Achso, okay, alles klar. David links. Auf welcher Seite vom Feld ihr anfangt oder auf welchem Feld ihr anfangt, ist mir relativ egal. Verstehe. Ja, wir arbeiten uns zur Mitte hin, Jungs, oder? Jo. Eigentlich völlig egal. Wer mäht bei uns? Der Schweizer. Nein, nee. Der Schweizer wickelt. Ah, der Schweizer wickelt. Ja, du hast den Schweizer. Ich hab zur Abwechslung mal den Schweizer. Ja, ich wollte ihn zu mir haben. Warum? Aber wir hatten rausgemacht. Wenn ich da keiner will, muss ihn jeder abwechselnd nehmen. Ein Lob. Ich dachte. Aber wir haben doch das geteilte Sorgerecht. War das nicht irgendwie. Also wir stehen bereit gefangen. Wir stehen bereit gefangen an, ne? Haut rein. Okay, genau, wie immer auf Go. Nach 3, 2, 1. Go. Geht's los. Schreibt mir bitte jeweils die Teamführer ein Plus in den Chat, wenn ihr euch aufgeteilt habt, wenn ihr soweit bereit seid. Okay. Ganz kurze Informationen noch an Team David. Die Leute, die mit der Diskbein noch nicht gearbeitet haben, wenn ihr die mit X ausklappt, könnt ihr mit der linken Maustaste und dem Patschehändchen nach links nach rechts schieben, die Mähwerksseite wechseln. Könnt ihr nämlich hinten das Ding drehen. Jo. Passt schon. Okay, also, wie gesagt, wir gehen hoch und sobald wir bereit sind, schreiben wir es bloß, 3, 2, 1, go und bei Go geht's los. Ja. Andi, fährst du dann weiter? Wir wünschen euch viel Glück, ihr werdet es verdammt nochmal brauchen. Ja, wünschen wir euch auch, Alter. Ja, Andi, falsches Feld. Warum falsches Feld? Oh. Wir stehen an der Mitte. Bitte. Oh mein Gott. So. Ach, Leute. Ihr müsst an dem rechteren Streifen anfangen. Also ihr könnt euch die Dinge auch so einstellen, dass die mittig mähen, ne? Ja, aber nicht, dass es nachher heißt, der Falco hat wieder nichts erzählt. Wir haben deswegen verloren, weil der Falco doof ist. Das liegt dann bloß am nicht zuhören. Wir haben keinen Schaden an, oder wie? Kein Pflanzenschaden. Negativ. Also bei ihr Gras, das biegt sich nur runter. Stimmt. Alle bereit? So weit, so gut. Yo. Und los geht die wilde Fahrt. Ach, der Big Mac ist auch da. Big Mac, hallo. Ja, einen wunderschönen Friesi. Hallo. Oh, der Bayer mäht nicht. Ja. Hi. Jetzt, lol, fuck, einer verkackt's immer. Ja, diesmal bin ich's nicht. Also beim nächsten Mal gehst du ins Tinus-Team. War bis jetzt immer ein Tinus-Team und haben wir immer gewonnen. Das ist so unlauter der Wettbewerb. Bist du jetzt zur Sabotage hier oder was? Also das Sehen hat David damals bei Tino nicht gewonnen. War ich nicht dabei. Ja, wow. Doch, das Ansehen hatten wir damals. Was? Also, die Felder haben doppelte Düngestufe. Da sollte ordentlich was an Ballen runterkommen. Sorry, ja, stimmt. Es war das Häckseln. Stimmt, das Häckseln. Das Häckseln, das haben wir als David Häckseln verloren. Ging ganz knapp aus. Ja, okay. Ja. Eins verloren, eins gewonnen. Ach so. Ich wollte gerade sagen, du musst aufs Knöpfchen drücken. Ja, ich war gerade so überrascht, weil er so lange gewickelt hat. Größere Mähwerke wären schon toll. Du hast ja das falsche Team ausgesucht. Von allem. Da, dauert was, Big Mac. Der nimmt hier extra viel Folie.
Ja, wir haben mit dem örtlichen Händler gesprochen, der hat einen guten Preis gemacht. Ah, jetzt muss er natürlich verschwindet werden, ne? So. Noch kurz umschreiben und einen Speedwickler draus machen. Kann euch kein Gras mehr sehen. Keine Challenge. Ach ja. Alle so, fahren sie Gras schon. Big Mac, ja. Hast du schon mal mit dem Ding gearbeitet? Ja. Mit dem? Du weißt also, dass du beim Abladen leicht fahren musst. Ja. Weil sonst macht es Flump, genau. Und Regenbogen aus Ballen. Genau. Weil der kippt es nämlich nicht nach oben, sondern. Ja, ja, der schiebt es hinten raus. Das Original kannst du im Endeffekt auch so timen. Das ist eigentlich ganz geil. Das passt mal. Sag nicht. Dann kannst du nur. Kannst du nur zwei Reihen draufpacken und dann kannst du die sogar langsam runterrollen lassen, dass die dann nachher wieder stehen. Das ist ganz geil. So. Da, 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 da. Freezy, es tut mir leid, dass du die Engstelle genommen hast. Aber du hattest freie Wahl. Ach so, ja, eigentlich macht mir wirklich Spaß, aber das hat so lange gedauert, habe ich nie mit gerechnet. Ich weiß jetzt nicht, also ich habe jetzt nicht kontrolliert, ob der Ursus-Wickler original aus dem Game länger braucht als der Anderson-Wickler. Ich habe einfach gedacht, dass es dieselbe Config ist. Ja. Das wird ja spaßig. Hätte ich mal doch mal mit ihm gemacht hier, ey. Fuck. Schwadron ist auch sehr entspannt. Das glaube ich wohl. Freezy, ich bin schon ganz aufgeregt. Weswegen? Wir sehen uns gleich. Ja? Ach so. Komm, der Team. Können da abklatschen. Ja. Also noch sehe ich dich nicht. Alter, wie weit bist du denn hinten? Ja, ich weiß nicht, wie viel mal haben wir Big Mac. Manu hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ballen Vorsprung, glaube ich. Wie viel passen denn da auf den Anhänger drauf? Gut. 18, ne? Die Presse geht auch sehr schnell. 24 passen drauf. Auch 24. 11, 12 Ballen. Ja, aber das Wickeln passt, ist normalerweise dieselbe Geschwindigkeit. Also ich bin kaum auf Endgeschwindigkeit, ist das Ding voll. Ah. Ja, weil einfach nur abfuck viel. Aber eure Mähwerke rasieren ja übelst, oder? Ihr seid voll schnell. Ah ja, 22 km/h. Der Schwader ist halt nur 18 km/h. Ja. Deswegen ist das auch nicht so schlimm, dass der breiter ist. Weil der Knackpunkt ist einfach das Wickeln. Da sind so die zwei Speedies. Speedies, ja. Speedy rückwärts. Könntest du natürlich schon vorfahren und den nächsten Ballen einführen. Ja, nee, geht nicht. Der nimmt den erst auf, wenn er sich ausgedreht hat. Und sobald ich da bin, ist er ausgedreht. Dann kann ich den aufnehmen. Eieieiei. Alter, das ist hier. Warte mal, ich habe aber die Zeit, das zu korrigieren. Also wir haben euch gleich wieder eingeholt. Also Stress haben wir hier nicht, Leute. Alles gut. Nee, absolut nicht. Wir geben trotzdem Gas. Ja, also ja. Ja klar, immer 100%, ne? Wenn ihr dann fertig seid, holt ihr noch einen zweiten Wickler ran, ne? Wir verkaufen die Mähwerke. Am Ende ist scheißegal, was man gemäht hat und so weiter, die Ballen zählen, ja? Genau. Ja. Ja, okay, gut, dann mache ich das jetzt ordentlich. Wer fährt denn da als letztes beim Mähen? Also, ich. Gerade fahren ist nicht so, ne? So dann? Ja. Naja, egal. Läuft. Immer dasselbe. Immer dasselbe hier. Einmal mit Profis. Ich geh mal die anderen besuchen. Ja. Und sonst, Big Mac, erzähl mal einen Schwarm aus deiner Jugend. Oh, was willst du denn wissen? Oder was wollen denn die Zuschauer wissen? Wir interessieren uns sehr stark für dein erstes Mal. Ja, gut. Es ist ein Thema, was über 18 ist, also können wir das gleich mal abwürgen. Bei der Anzahl von Kindern, die zugucken, oder prozentual. Okay. Wieso ist es denn über 18, wenn du es nur sagen willst, dass du noch nie hattest? Ja, ohne Scheiß. Also mein erstes Mal war auf Silvester besoffen am Altersheim angelehnt. Geil. Nett war.
Doch, ja. Im Altersheim. Ja, und wurden noch erwischt von Altenpfleger. Was machen Sie denn da? So, ah! Ach, mit so einer Omi? Na, Alter, ja, nein, wow. Nein. Ah, ja, das Altersheim lag auf dem Weg von meinem Zuhause, deswegen. Crazy, du solltest nur mit dieser armen Dame spazieren gehen, nichts weiter. Genau. Und dann noch Essen geklaut, ne? Das ist Pausengeld. Ich war eigentlich auf die Pillen scharf. Oh, okay. Das verstehe ich. Oh Gott. Ach ja. Die Gedanken kriege ich nie wieder aus meinem Kopf. Die gehen jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf. Kopfkino. Ach komm, ey. Aber wie macht man das denn angelehnt an einem Altersheim? Ja, die waren. Das geht alles. Wo ein Wille, dein Weg. Es funktioniert überall und immer. Es war das erste Mal, ich war nervös, es ging nicht alles sofort, wie man es wollte. Es ging in die Hose. Also ich fand im Auto ja schon hart unangenehm, aber Altersheim und an der Wand? Kommt immer aufs Auto drauf an. Ja. Man sollte sich halt nicht in VW Polo. Oh, ich wollte gerade sagen, das ist möglich. Im Smart. Vier Schrauben ist der Sitz weg. Ja, nee, der Platz war nicht das Problem, aber meine Knie haben danach geblutet. Wir brauchen ein bisschen Platz. Ich nehme mal eben vier Schrauben raus. Einen Moment. Du hörst dann, wie die Bohrmaschine losgeht. So, jetzt geht's. Oh ja, viel mehr Platz, dankeschön. Gibt so ein geiles Bild, wie halt die Löcher von den Steckenschuhe in der Windschutzscheibe drin sind. Jo. Ja, aber gut, meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer ersten Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss, Sikorski. Ja, einer sagt tschüss, die anderen sagen auch natürlich tschüss. 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 Tschüss.